So Leute, da das kein richtiges Wiederaufleben meines Channels wäre, ohne dass ich euch mit zu dem, glaube ich, mittlerweile vierten Decktag meines Lieblingsdecks ärgere, würde ich sagen, willkommen beim Decktag von Death in Texas. Kurz Vorwort. Death in Texas ist ein Deck, was meiner Meinung nach vor jedem Turnier evaluiert werden muss, zu gucken, welche Meta es ist. Das hier ist jetzt meine aktuelle Konstellation. Das kann auch noch um einiges besser bestimmt in der aktuellen Meta laufen. Aber das ist die Konstellation, mit der ich aktuell das letzte Turnier gespielt habe. Sonntag kommt schon wieder ein Turnier. Dafür werde ich natürlich wieder mich samstagsabends hinsetzen und evaluieren, welche Karten ich wirklich spielen möchte. Aber ich zeige euch mal so meine aktuellen Lieblinge. Ich fange mit Kreaturen an. Der Palace Jailer. Da, wunderschön. Palace Jailer ist eine 4-Mana 2-2 Kreatur und wenn er ins Spielfeld kommt, können wir eine Kreatur exilen, solange wir Monarch sind, und wir werden Monarch, wenn wir ihn spielen. Und das Coole dabei ist, selbst wenn der Gegner den hier vernichtet, ist es trotzdem noch so, dass wir die Kreatur im Exil bleibt, weil es geht nur um den Monarchen. Der Monarch gibt auch viel Card Draw im Control Matchup, das ist ganz gut. Dann dreimal, dafür werden mich schon viele Leute hassen. Dreimal die Flicker Wisp. 3 Mana 3-1 fliegend. Wenn sie ins Spiel kommen, können wir permanent das bis zum Ende des Zuges aus dem Spielfeld nehmen. Und danach kommt das wieder. Ja, für mich tatsächlich eine der coolsten Karten. Leider aktuell nicht so stark, deshalb spiele ich nur 3. Man muss sich halt vor Augen führen, dass wir mit Death in Texas hier kein richtiges Aggro-Deck vor uns haben. Wir haben ein Deck vor uns, das Mono-White Control ist. Und dazu habe ich dann direkt die beste Karte, die ich habe, mit 2x Mirren Crusader, mit 3 Mana 2-2, Doppelschlag und Schutz vor Grün und vor Schwarz. Das ist die Aggro-Karte, die wir in dem Deck haben. Das ist die Kontrollkarte, die wir in dem Deck haben, Sanctum Prelate, 3 Mana 2-2. Und wenn er ins Spielfeld kommt, sagen wir eine Nummer an und Non-Creature Spells mit dieser Mana-Koste gleich der Nummer, die wir angesagt haben, könnte ich mir cast werden. Das ist sehr, sehr mächtig. Das zeigt auch schon so ein bisschen den Zwiespalt. Auf der einen Seite haben wir hier mit dem Mirren Crusader einen Beatdown-Plan. Wir haben mit Flicker Wisp, Sanctum Prelate und Palace Jailer eher so einen Kontrollplan. Und um an die Karten ranzukommen, spielen wir 2 Recruiter of the Guard. Recruiter of the Guard ist ein 3 Mana 1-1er, der, wenn er ins Spiel kommt, uns eine Kreatur mit Verteidigungsstärke 2 oder weniger raussuchen lässt. Bisher jede Kreatur, die wir haben. Wir haben genau eine Kreatur im Deck, die der nicht finden kann. Zu der kommen wir jetzt. Tatsächlich. Oh, ich hab, als hätte ich das Deck vorher gestackt. Tomek. Ich spiele aktuell 2. Es gibt auch Leute, die aktuell nur einen spielen. Ich persönlich war nie ein Fan von und bin kein Fan von den Zera Avengers, wodurch eben ich tatsächlich der Meinung bin, dass man mit Tomics ganz gut klarkommt. Tomics sind 2 Mana 2-3 fliegende legendäre Kreatur. Und Länder auf dem Friedhöfen und Ländern im Feld können nicht das Ziel von einem Fähigkeit werden, einem Zauber werden, die der Gegner kontrolliert. Das heißt, die haben so eine Art Hexproof, die Länder. Und Gegner können Länder nicht aus Friedhöfen spielen. Bei der aktuellen Marit-Lage-Welle, die da rumläuft mit den 2020s, ist das sehr wichtig. Sie nimmt im Alleingang, weil sie auch 2-3 ist. Ist ein R. Ja, ist ein R. So, dann kommen wir zu meinem One-Off. Das ist ein Slot, der viele eben mit dem Zera Avenger belegen oder eben mit der vierten Flicker Wisp oder. Ich spiele aktuell, weil er mir so eine kleine Pet-Karte geworden ist. Danke dafür, Patrick, danke dafür. Samurai auf Pale Curtain, 2 weiße Mana, 2-2, Bushido 1. Ach so, so kann man ja auch besser lesen. Und immer wenn Permanentes in den Friedhof gelegt würde, wird es stattdessen das Spiel entfernt. Das ist halt wichtig für Kreaturen, die Länder in Friedhöfen brauchen, wie den Knight of the Reliquary oder den Elvish Reclaimer. Es ist gut gegen Reanimator.
Es ist einfach, oh, es ist einfach eine gute Karte, tatsächlich. Und es ist 2-2 und ich hatte die geilste Situation, wo mein Gegner einfach angefangen hat, Sachen auf den drauf zu spielen, um ihn zu vernichten, und er hatte noch nicht mal irgendwas im Friedhof drin, auch weil er einfach 3-3 seit ist, im angreifenden Block. So, probiere ich das mal wieder einigermaßen gerade hier zu rücken. Voll verkackt, alles nur noch schiefer. Gut, dann die in meinen Augen wichtigste Karte, die aktuell leider auch gleichzeitig die schlechteste Karte ist. Talia. Volles Playset Talias, 2-Mana-2-1 legendäre Kreatur mit Erstschlag und Nicht-Kreaturen-Zauber kosten 1 Mana mehr zum Spielen. Das ist ziemlich gut, weil man damit eben sowas wie Brainstorm oder ähnlich andere degenerierte Karten auf einmal fair macht. Auch so ein Lightning Bolt für 2 Mana ist halt nun mal ein Lightning Strike und damit sehr fair. Leider aktuell eben sind 2-1 aktuell nicht so wirklich gut in dem Format. Gut, der nächste 2-1er, den wir deshalb spielen, ist diese Übergänge. Phyrexian Revoker habe ich aktuell 2 Stück drin, 2 Mana, 2-1. Und wenn der Spielwerk kommt, sagen wir eine Karte an. Und aktivierte Fähigkeiten, diese Karte, Nicht-Landkarte, können nicht aktiviert werden. Damit kann man eben auch Lion's Eye Diamond ansagen, um eben das Mana zu denyen. Man kann halt Planeswalker ansagen, man kann damit gegnerische Artefakte ansagen. Verzauberungen, Planeswalker, was habe ich noch alles? Was gibt es denn noch alles? Kreaturen? Ach ja, Kreaturen kann man auch damit ansagen. Nur halt keine Länder. Ja, auch eine sehr, sehr gute Karte. Und da sieht man auch wieder, wir haben hier so ein leichtes Kontrollelement mit ein bisschen Beatdown und auch hier mit dem Erstschlag bei der Talia ein bisschen Agroplan. Aber grundsätzlich sind das alles nur Hate-Beers oder Tutoren. So, kommen wir zum nächsten Tutor. Boah, ich übertreffe mich heute. Ich möchte mich gerade schon wieder erschlagen. Volles Playset Stoneforge Mystic. Die Stoneforge Mystic ist in meinen Augen die umstrittenste Karte in dem Deck, aber auch gleichzeitig die beste. Neulich erst im Modern entbannt. Ja, ich nehme die Videos ein bisschen im Forum auf. Stormforge ist eine 2-Mana-1-2-Kreatur, die, wenn sie ins Spielfeld kommt, uns eine Ausrüstungskarte aus dem Deck suchen, die auf die Hand nimmt. Das sehen wir gleich, was das für Karten sind. Und für 2-Mana können wir die Ausrüstungskarten aus der Hand ins Spiel bringen. So, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil wir viele der fairen und der Kontroll-Matchups nur deshalb gewinnen, dass wir uns eben diese Ausrüstungskarten raussuchen, weil sie uns einfach das Spiel fast im Alleingang gewinnen lassen. So, die neueste Adaption dieses Decks. Ein Playset Giver of Runes. Giver of Runes ist die neue Mother of Runes, in diesem Deck zumindest. Es gibt immer noch eine heikle Diskussion darüber, welche besser ist. Es gibt Leute, die spielen 2-2, es gibt Leute, die spielen 4-0, also 4 Mother oder 4 Giver. Ich bin auf der 4 Giver-Seite aktuell. Ich habe letztes Turnier 4 Mother gespielt, das hat mich ein bisschen, bisschen enttäuscht, sage ich mal. Dementsprechend spiele ich jetzt mit 4 Givern. Die Giver sind 1-1-2 und man kann sie tappen, um einer anderen Kreatur Schutz von einer Farbe oder farblos zu geben. Leider nur Kreaturen, die man selber kontrolliert. Es wäre immer noch lustig, wenn man damit gegnerische Kreaturen abrüsten könnte, wenn man ihnen Schutz vor farblos gibt. Aber ja, eine sehr, sehr gute Karte. Wirklich, wirklich gut. So, das sind alle Kreaturen, die wir spielen. Ihr seht schon, wir haben keine großen Kreaturen drin. Wir haben hier so ein bisschen Beatdown-Plan drin, aber der Rest, wie ich ja schon gesagt habe, ist eher so ein White-Control-Ding. Und zum White-Control gehört nun mal auch Removal. Und unser Removal kommt in Form von 4 Swords to Plowshares. Mit den Schwertern ist für ein weißes Mana instant können wir eine Kreatur exilen und die kriegt Lebenspunkte in Höhe der Stärke. Ich habe in einem Matchup schon knapp 40 Leben aus dem Gegner rausgeprügelt, weil ich einen Marit-Lager swarten musste. Ist halt einfach so. So, dann zu den anderen Karten, die dieses Deck so wichtig, die für dieses Deck so wichtig ist. Die Aetherfiole. Bei der Aetherfiole haben wir eine Ein-Mana-Artefakt, das wir tappen können, um eine Kreatur mit Mana-Kosten gleich der Ladungsmarken auf dieser Karte ins Spiel zu bringen. Die Ladungsmarken kommen jede Runde eine drauf. Mein Traum ist es immer noch, irgendwann einfach Aetherfiole zu spielen, sie zu tappen und einen Dryad Arbor reinzulegen und gucken, wie der Gegner reagiert. Aber grundsätzlich versucht man, die in dem Deck so zwischen 2 und 3 zu halten. Da sind die am besten. Haben wir das auch erledigt? Ich gucke mal, dass ich sie hier nicht gerade allzu weit rauslege. Natürlich lege ich sie viel zu weit raus. Kommen wir zu den anderen Ausrüstungen, die wir im Deck spielen. Das sind 3 Stück an der Zahl.
Wir haben einmal die Batterskull, das ist eine 5-Mana-Ausrüstung, Living Weapon, das heißt, sie kommt mit einem 0-0 Germ-Token ins Spiel. Die ausgerüstete Kreatur hat +4/+4 Wachsamkeit und Lifelink. Das ist auch ein Heavy Beater, gerade weil er Lifelink gibt. Für 3 Mana können wir ihn zurück auf die Hand nehmen, also die Batterskull, diese Ausrüstung hier. Und für 5 Mana können wir sie equippen. Mit der Stormforge zusammen können wir halt ziemlich gute Plays machen, wie wir können die Batterskull returnen und wieder für 2 Mana ausspielen, weil sie für 2 Mana ja die Ausrüstung ins Spiel bringen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Ich glaube ja. Ich hoffe ja. Wenn nicht, hier habt ihr es erwähnt. Und dementsprechend kann man eben für 5 Mana das Ding einfach resetten und wieder eine neue Kreatur droppen. Auch am Ende des Zuges Mildner, ohne dass das kontern kann. Das ist schon ziemlich gut. Und ansonsten steht so ein Flicker, aber es besteht auch +4/+4, was im Cut Lifelink ganz gut. So, dann die 2. Ausrüstung, das Sword of Fire and Ice. Für 3 Mana ist es eine Ausrüstung, wo wir eine Kreatur +2/+2 geben. Und Schutz vor Rot und vor Blau. Das ist relativ uninteressant. Das einzige Interessante ist, wenn man das auf Moon Crusader legt, hat man eben Schutz vor allem außer Weiß. Und wenn die ausgerüstete Kreatur mit einer Kampfschaden zufügt, kann man 2 Schaden auf eine Kreatur, einen Spieler oder einen Planeswalker schießen und man kann eine Karte ziehen. Für 2 Mana kann man das Ding halt equippen. Wie gesagt, man kann das auch hin und um schieben. Das ist ziemlich gut. Und wie immer über die Stormforge kann man es unkonterbar Ende des Zuges ins Spiel bringen. So. Kommen wir jetzt zu der wichtigsten Ausrüstung, die Umitsa Avasierte. Bei der Umitsa Avasierte ist eine 2-Mana-Ausrüstung, die für 2 equipped werden kann. Und immer wenn die Kreatur irgendeine Art von Schaden zufügt, kommen dort 2 Ladungsmarken drauf. Man kann eine Ladungsmarke entfernen, um entweder einer Kreatur -1/-1 zu geben, der ausgerüsteten Kreatur +2/+2 zu geben oder 2 Leben zu bekommen. Das hat folgende Interaktionen. Man kann mit einer Erstschlagkreatur wie der Talia zuerst blocken, macht die 2 Schaden der Talia, da kommen Marken drauf und dann kann man entweder die gegnerische Kreatur töten oder die Talia hochpumpen, dass sie den Kampf überlebt. Die Faustregel bei Moon Crusader ist ganz einfach. Sind keine Marken auf der Jette, kann der gute Moon Crusader für 8 Schaden hauen. Sind Marken schon 2 auf der Jette, kann er für 12 Schaden hauen. 12 Schaden ist auch das, was er mit dem Sword of Fire and Ice auch macht. Dementsprechend, das sind gute Faustregeln, die man sich merken kann. Das sind ihre Ausrüstungen. 4 Stormforged-3-Ausrüstungen ist so der Common Sense, das ist ganz gut. Ja, und dann kommen wir zu dem, was in meinen Augen immer wieder die größte Diskussion auslöst. Wir kommen zu Ländern. Ich persönlich spiele 5 Ebenen und 6 Snow-Covered-Ebenen. Diesen Split zu machen hat nur einen einzigen Sinn, und das ist die Karte Predict. Mit Predict sagt man die Karte, eine Karte an, egal welche, und der Gegner oder man selber mildt dann eine Karte. Also man legt eine Karte vom Feld auf den Friedhof. Wenn jetzt die Karte, die angesagt wurde, die Karte ist, die gemildt wird, darf der Besitzer von Predict 2 Karten ziehen, ansonsten darf er nur eine ziehen. Wenn wir jetzt mit 11 bis 12 Ebenen in diesem Deck spielen, geben wir dem Gegner eine grobe Chance von 1-6, dass er, wenn er einfach nur Ebene random auf uns sagt, einfach 2 Karten ziehen darf. Es sind ganz wenige Leute, die Predict spielen, es sind ganz wenige Leute, wo das überhaupt zu tragen kommt, dieses Phänomen. Aber für den Fall, dass es eben zu tragen kommt, habe ich mich eben dazu entschieden, diesen Split zu machen. Ich würde es auch jedem empfehlen. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die wegen der Ästhetik des Decks eben alle Ebenen im selben Artwork haben wollen. Kann ich auch verstehen, aber 12 Guru-Ebenen kosten nun mal Geld. Nein. Kommen wir dann zum nächsten Land. Auch hier eine Weißquelle, Caracas. Mit Caracas haben wir ein Land, was legendär ist, wo man weißes Mana benutzen kann und man kann es tappen, um eine legendäre Kreatur auf die Hand zu geben. Das hilft im eigenen Deck, um eine Talia oder einen Tomic zu beschützen. Es hilft im Gegner-Decks, einfach mal einen Marit-Lage zu bouncen oder einfach eine legendäre Kreatur, die Gegner auch besitzt. So. Dann kommen wir zu den 4 Karten, die immer drin sind. 4 Wastelands. Wasteland ist ein Land, kann man tappen für ein farbloses oder tappen, opfern, zerstören, nicht Standardland. Damit kann man halt mit Talia und mit Wasteland und mit dem Land, wo wir gleich hin zum Demeter so ein bisschen Mana wegnehmen, jede Runde. Und das ist schon, da kommt das Texas her. Das ganze Deck läuft ja über den Wortwitz Death and Texas. Es gibt 3 Sachen, die immer gleich sind. Es wird immer White Weenie geben und Tod und Steuern, also Death and Texas. Und deshalb heißt das Deck Death and Texas. So mal kurze Trivia am Rande.
Dann die vier Rishadan-Ports, Tappen für ein farbloses oder ein farblosen Tappen, Tappen Land. Das klingt jetzt erstmal ziemlich dämlich, wenn man zwei Mana tappt, um einen Mana vom Gegner zu tappen, aber man kann den Gegner halt von Farben abschneiden, man kann ihn trotzdem von wichtigen Mana abschneiden, wenn man mit der Ätherfiole eben auf dem Board ohne Probleme seine Kreaturen spielen kann, und das ist tatsächlich richtig worth. So, und dann eine Karte, die ich aktuell nur spiele, weil ich im Sideboard aktuell keine Chalice spiele. Spoiler. Würde ich eine Chalice spielen, wäre das eine Ancient Tomb. Aber so ist es an Sunbaked Canyon, irgendeine Art von Horizon Land. Ob ihr grün-weiß nehmt, weiß-rot oder weiß-schwarz, ist relativ uninteressant. Das weiß-rote war in Folge, glaube ich, das günstigste. Dazu kommt, dass ich für Death and Taxes ja auch den Rot-Splash besitze und ich deshalb nicht das Silent genommen habe. Und vorher hatte ich immer das Grün-Weiße drin. Und als ich gesehen habe, was das Horizon Canopy in voll kostet, habe ich mich dazu entschieden, diese Karte zu kaufen. Gut, das war das Mainboard. Wir sehen uns jetzt beim Sideboard. So, kommen wir jetzt zum Sideboard. Das Sideboard ist auch nur darauf ausgerichtet, bestimmte Decks zu besiegen. Da es aktuell viel zu viele Decks gibt, die gegen dieses Deck hier gut sind, gibt es nur so ein paar Sachen, die ich allgemein reingebordet habe, ins Sideboard gepackt habe, die ich dann reinborden würde. So ist korrektes Deutsch. Wir haben auf der einen Seite den Sanctum Prelate. Den habe ich ja schon erklärt. Einfach nur, um einen zweiten zu haben, um die Nummer anzusagen, die den Gegner am meisten stört. Ich suche mal da. So. Dann haben wir zwei Aethersworn Canonists. In dem Slot wäre eben zum Beispiel die Chalice of the Void. Wenn man sie unbedingt spielen will, da ist wirklich eine Riesenargumentation, welche Karte besser ist. Ich persönlich bin noch auf der Aethersworn Canonist Seite, da ich einfach finde, dass er mit Bein viel, viel besser ist. Er ist ein 2-Mana-2-2er, der Leuten verbietet, einen zweiten Spell zu spielen, wenn einen zweiten Nicht-Artefakt-Spell zu spielen, wenn sie schon einen Nicht-Artefakt-Spell die Zone gespielt haben. Ja. Löst in meinen Augen viel mehr und andere Probleme als die Chalice. Dann haben wir einen Path to Exile. Mit dem Path to Exile für ein weißes Mana exilt man eine Kreatur und gibt dem Gegner ein Land getappt ins Spiel. Das ist aktuell relativ wichtig, weil relativ viele große einzelne Kreaturen rumlaufen. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich dafür auch ein Dismember spielen kann. Ja, muss ich mal gucken. Dann haben wir einen Leonin Relic Warden. Das ist mittlerweile so ein Staple geworden. Ich habe den damals mir mal gekauft, so aus Fun, weil ich immer wieder so ein paar Fun-Sachen habe. Ich kann mal in einem weiteren Video, was ich in ein paar Wochen dann raushauen werde, mal so ein bisschen meine Death Taxes Sammlung zeigen. Ja, den Leonin Relic Warden. 2-Mana-2-2. Und wenn er ins Spielfeld kommt, exilt er ein Artefakt oder eine Verzauberung. Und wenn er das Spiel verlässt, kommt die Artefakt oder Verzauberung wieder ins Spiel. Der ist halt gegen Show and Tell wirklich, wirklich gut. Seitdem Omniscience sehr oft in Show and Tell gespielt wird, kann man die eben ganz gut im Mainboard benutzen. So, kommen wir dann zum Containment Priest. Der Containment Priest ist eine 2-Mana-2-2 Kreatur, die mit Flash rumläuft. Deswegen haben wir zwischenzeitlich immer wieder den Witz gemacht, dass das Ding ja auch Flash Gordon heißen könnte. Immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur ins Spielfeld kommt und sie nicht gecastet wird, wird sie stattdessen exiled. Das bedeutet aber auch, dass man eigene Fiolen abschießt. Jedoch kann man ein paar lustige Tricks machen, wie zum Beispiel die Flickerwisp, die dann eben eigene Kreaturen vom Gegner wirklich exiled und sie dort im Exile lässt. Das ist schon ein ziemlich gutes Teil. So, dann kommen wir zu der letzten Kreatur, und diese Kreatur ist auch aktuell nur drin, weil ich sie aktuell sehr gut gegen Mardlage oder die ganzen Gurmag-Engler-Decks und so weiter finde. Und dementsprechend, das ist ein Whipcorder. 2-Mana-2-2, man kann für ein weißes kann man eine Kreatur tappen, man kann ihn morphen, für 3-Mana verdeckt legen und für 1-Mana aufmorphen. Und er ist Soldier Rebel. Und damit ist er halt ziemlich resistent gegen die ganzen Plague Engineers und so weiter, die aktuell rumlaufen. Und der Typ ist gut, das glaubt mir nur keiner. Dann haben wir 2-mal Cataclysm für 4-Mana. Jeder Spieler wählt von allen Permanenten, die er besitzt, ein Artefakt, eine Verzauberung, ein Land, eine Kreatur und opfert den Rest. Dabei gehen alle Planeswalker drauf, man lässt meistens als Artefakt die Fiole liegen, man kann aber auch Artefakt-Kreaturen nehmen und darf damit dann 2 Kreaturen behalten oder eine Ausrüstung, eine Kreatur. Verzauberungen haben wir sehr selten. Es gibt zwar Verzauberungskreaturen, die gespielt werden, aber ja,
Wir haben eine Verzauberung im Sideboard, die aktuell auch ganze dreimal Rest in Peace. 2 Mana, wenn sie ins Spielfeld kommt, exiliert sie alle Karten aus allen Friedhöfen. Und immer wenn eine Karte oder ein Token in den Friedhof gelegt werden würde, wird er stattdessen exiled. Viele Leute spielen nur 2 davon und einen Surgical Extraction. Ich finde aber die Surgical aktuell in dem aktuellen Meta nicht gut genug. Bei uns laufen fast nur Storm, Reanimator, Gurmag-Engler und sowas halt rum. Da sind Rest in Peace um einiges besser. Auch gegen Knight of the Reliquary und ähnliche Karten. Und dann, weil unser Deck nun mal von True Name Nemesis im Alleingang besiegt wird, 3 Council's Judgments. Die Council's Judgments sind auch sehr, sehr gut, um eben Planeswalker loszuwerden, aber eben auch um die sogenannte True Name loszuwerden, die halt, wo wir sonst nicht viel gegen machen können. Und ja, das ist das Sideboard, das ich aktuell spiele. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wo ich dann euch mal zeige, was man noch so alles im Texas Pool haben kann, was man noch alles spielen könnte. Und ja, ihr habt gesehen, ich bin ein sehr enthusiastischer Spieler. Ich spiele das Deck jetzt schon seit, ihr müsst mal auf den Channel gucken. Da sind irgendwo urig alte Videos, bitte nicht auf die Qualität oder das, was ich sage, achten. Aber ich spiele das Deck sehr gerne, sehr viel. Ich habe letztes Jahr auf jedem Turnier dieses Deck gespielt. Ich habe relativ häufig auch gut abgeschnitten. Ich habe dieses Jahr jetzt schon das halbe Jahr über auch nur noch Devon Texas gespielt, obwohl das Deck aktuell als eins der schlechtesten Decks überhaupt zählt. Ich schneide damit trotzdem relativ gut ab. Das klingt jetzt eingebildet, ist es auch so ein bisschen. Aber es ist nun mal ein schönes Deck und ich mag's und dementsprechend wollte ich euch das mal vorstellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao. Thank you.